Diablo 2 wird ein Riesenerfolg. Dies zeichnet sich bereits wenige Wochen nach dem Verkaufsstart ab. Die unkomplizierte Jagd nach Monstern, Ausrüstungsgegenständen und dem Teufel persönlich kann Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. So, wir haben hier einen Kunden, der gleich 7 Diablo 2-Packungen mit nach Hause nimmt. Wofür sind die gedacht? Ich muss ja meine Freunde eindecken, ist ja ganz klar. Was habt ihr vor? Wollt ihr gleich ein Battle.net starten oder spielt das mal jeder für sich? Erst mal im Netzwerk und dann im Battle.net. Ihr habt das auch schon Diablo 1 gespielt. Was findet ihr an Diablo 2 so faszinierend? Naja, das ist auf alle Fälle genauso wie das 1er, denke ich mal. Bloß halt Grafik besser, spielerisch ein wenig vielleicht besser. Und na, wir warten ja schon lange noch drauf. Leider trüben Bugs und Schönheitsfehler den Gesamteindruck. Einige davon sind unter Umständen selbst für hochentwickelte Helden lebensgefährlich. Unmöglich. Das Speichersystem sorgt für Unwillen. Da sich der Computer bereits beim Beenden einer Partie die Eigenschaften des Charakters und die Anzahl bereits gelöster Quests merkt, nicht aber jede Einzelheit bereits angefangener Aufträge, müssen sie sich wieder und wieder durch dieselben Monsterhorden kämpfen. Nicht nur die Heerscharen von Monstern tauchen wieder auf, sondern auch bereits besiegte Endgegner aus älteren Quests, was schlichtweg ein logischer Fehler ist. Blood Raven auf dem Friedhof, der Schmied im Kloster, die Gräfin im vergessenen Turm. All die netten Untoten machen ihrem Namen alle Ehre und treten wieder an, wenn sie beim Spielen eine Pause eingelegt und die Quests dabei nicht komplett abgeschlossen haben. Wem zweimal hintereinander an derselben Stelle das Zeitliche segnet, verliert unter Umständen wertvolle Gegenstände. Da der Rechner ihre auf dem Schlachtfeld liegen gebliebene Leiche mit all den schönen Rare, Set und Unique Items bei einem weiteren Ableben einfach überschreibt, fehlen ihnen hinterher nicht nur riesige Mengen Gold, sondern auch Waffen, Rüstungen, Schilde und Edelsteine. In einigen seltenen Fällen verschwinden Gegenstände, die zum Lösen einer Quest zwingend erforderlich sind. Beim Spielen innerhalb der Redaktion passierte es mehrfach, dass wichtige Gegenstände wie der Horadrim-Würfel aus dem zweiten Akt spurlos aus dem Inventar bzw. der gesamten Spielwelt verschwanden oder sich wichtige Portale nicht mehr öffnen ließen. Im schlimmsten Fall bedeutet dies, dass ihr Held seine Sachen packen kann, wenn beispielsweise das Tor zur Schlucht der Magier sich aus unerfindlichen Gründen nicht mehr öffnen lässt. Ist das Spiel faktisch beendet und sie können von vorne anfangen. Trotz der ganzen Bugs bleibt Diablo natürlich ein gutes Spiel. Wirklich ärgerlich ist nur die Save-Funktion, die umständlicher eigentlich kaum hätte ausfallen können. Vielleicht ist Blizzard hier aber in der Lage, das per Patch noch nachzureichen, dass man jederzeit speichern kann. Zwei Spiele, eine fast identische Grafik. Icewind Dale und Baldur's Gate 2 basieren auf der gleichen Technologie. Im Gegensatz zum erfolgreichen Genre Primus wird Icewind Dale jedoch nicht von BioWare, sondern der kalifornischen Spieleschmiede Black Isle entwickelt, der wir vor wenigen Monaten einen Besuch abstatteten. Zwischenzeitlich hat sich einiges getan. Das Rollenspiel ist fertig. Wir haben uns in die Dungeons gestürzt und erkundet, ob Icewind Dale die hohen Erwartungen erfüllen kann. Um das Geschehen nie langweilig werden zu lassen, wechselt der Handlungsverlauf ständig, je nachdem, wie wir uns auf unserer Reise durch die Forgotten Realms verhalten. Ein augenscheinliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber Baldur's Gate ist die künstlerische Gestaltung des Newcomers, bei dem darüber hinaus größeres Augenmerk auf Action und Erforschung gelegt wurde. Viele Dungeons sind extrem groß. Für Kämpfe und Erkundungstouren wird daher viel Zeit benötigt. Sie müssen ständig neue Gefahrensituationen meistern. Riesige Kreaturen sind ihre gefährlichsten Gegner. Und glauben Sie uns, man trifft immer wieder auf neue Horrorkreationen. Nach bestandenen Kämpfen und gelösten Quests erhöht sich die Anzahl ihrer Gruppenmitglieder in klassischer Rollenspielmanier. Die leicht zu beherrschende Steuerung erinnert stark an Planescape Torment. Auch bei den Quests scheint der Genre-Konkurrent Pate gestanden zu haben. Und hat Icewind Dale die Erwartungen erfüllt? Ja, Langeweile kommt nicht so schnell auf. Die Grafik ist zwar nur Genre-Standard, aber unzählige Kreaturen, knifflige Rätsel und eine gehörige Portion Action garantieren Spielspaß. Alles in allem bietet Icewind Dale wenig Revolutionäres, dafür vereint es die Stärken erfolgreicher Genrevertreter.
Icewind Dale ist ein ordentliches Rollenspiel, das zwar nicht so komplex ausfällt wie Baldur's Gate oder Planescape Torment, dafür aber durch taktische Kämpfe besticht.